Zum Abschluss des Schuljahres gibt es in der neuen Mittelschule Asbach wieder eine Sportveranstaltung für einen guten Zweck. Der Rheinerlös dieser Veranstaltung kommt dem Verein für Quellen und Hilfsprojekte. Das ist ein Brunnenbauprojekt in Brasilien zugute. Die Teilnehmer drehen so viele Runden wie möglich und je Runde werden 1 bis 3 Euro gespendet. Um den Spendenerlös zu optimieren, gibt es Ausdauertipps von der Leichtathletik-Staatsmeisterin und U23-Vize-Europameisterin Verena Breiner. Ich finde es echt lässig, dass Kinder eben für so einen Zweck laufen, eben für die Kinder, für einen Brunnen und so. Und das ist echt cool, dass man das eben so von einer Schule veranstaltet. Und das ist ein Beispiel für andere Schulen, das kann man nachmachen und das finde ich echt klasse. Zum Sport selber bin ich gekommen, eben über eine Freundin in der Schule und dann haben wir eben im Verein zum Training gegangen und es hat eigentlich so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und mir macht es bis heute so viel Spaß, eben die Abwechslung da auch im Siebenkampf. Lieblingsdisziplin ist schwierig, aber grundsätzlich der 800er, das letzte vom Siebenkampf, also wo man sich nochmal richtig ausbauen kann, das mache ich doch am liebsten. Die Zukunftspläne der 23-jährigen Ebenseherin haben auch etwas mit der Schule zu tun. Ich studiere nebenbei eben Mathe und Biologie auf Lehramt, also ich möchte das auch einmal Kinder weitergeben, vielleicht auch einmal Sport oder so. Von dem her, ich schaffe zwar noch nicht ganz so viel jetzt im Studium, weil doch der Sport noch im Vordergrund steht, aber in der Zukunft möchte ich das einmal Kinder weitergeben, was ich auch sportlich gemacht habe und auch vielleicht in Mathe und Biologie. Die Schüler sind mit viel Ehrgeiz dabei und damit die Power für zahlreiche Runden reicht, können sich die jungen Athleten an einer Labestation stärken. Unter den Schülern gibt es einige sehr aktive Sportler. Fußball, Tennis, Parcours, Motocross und Stuntscooter und Radfahren. Doch hier geht es ums Laufen und die erreichte Rundenanzahl. Diese reicht von 2 bis 5 Runden auf der 3 Kilometer langen Laufstrecke. Und ich habe 3 Runden geschafft. Insgesamt sind es ungefähr 9 Kilometer. Natürlich gibt es Autogramme von Verena Breiner und jeder Teilnehmer erhält ein erfrischendes Bauernhofeis. Die Unterstützer und Turnlehrer dürfen sich zum Abschluss noch mit Verena Breiner im Kugelstoßen messen, wobei die vorgelegten 11,50 Meter keiner überbieten kann. Dafür kann sich jedoch die Spendensumme sehen lassen. Insgesamt werden von 185 Schülern in 2 Stunden 473 Runden gelaufen. Das sind 1182,5 Kilometer und ergibt eine Spendensumme von sage und schreibe 1000 Euro.